Okay, also dann singe ich ein Lied. Der Fredel Fesel hat vor Jahren mal in einem Lied beschrieben, was einem Musiker alles passieren kann, wenn er so auf Reisen ist, ja? In welche gefährlichen Situationen er kommen kann. Und deshalb muss man immer ganz stark aufpassen, denn wir haben einen sehr gefährlichen Beruf. Ja? Also, ich singe jetzt einfach einmal ein Lied. Ich hoffe, ihr hört es mich alle gut. Manchmal gehe ich in einer Kneipe rein und dann singe ich ein paar Lieder. Ja, die Leute, die haben ihren Spaß dabei und mir selber ist es auch nicht zuwider. Ja, und wenn ich dann meine, jetzt habe ich genug gesungen und der letzte Ton ist im Beifall verklungen, ja, dann packe ich meine Sachen zusammen und dann möchte ich was zum Trinken haben. Genau, und jetzt geht's los. Da klopft mir wer auf die Schulter, sagt, du bist vielleicht ein Hund. Schaut mir tief ins Gesicht, sieht meinen trockenen Mund. Hat Mitleid mit mir und sagt, ich gebe ein Bier aus. Ja, dann nehme ich an und sag, von mir aus. Ich nehme auch noch ein zweites, das mir ein anderer offeriert. Und denk mir, Mensch, das ist ein feiner Zug, dass er mir das spendiert. Von hinten trifft ein Schlag mich, schon wieder ruft ein Herr. Bring uns noch ein Weißbier für den Musiker. Ja, es dauert gar nicht lang und auch dieses Glas ist leer. Da kommt so eine fesche junge Frau zu mir her. Gib mir auf mein Hintern einen kleinen Klaps und lädt mich ein auf ein Stamperl-Schnaps. Ja, sie lächelt so frech, da sag ich doch nicht nein. Gib mir einen Schnaps, ganz froh in mich hinein. Er schmeckt vorzüglich, keiner braucht mich lang zu bitten. Eine Viertelstunde später habe ich schon den zweiten und den dritten. Jetzt fragt schon wieder wer, ob er mir was zahlen kann. Nein, sage ich, das braucht's nicht. Aber freilich, sagt der Mann, er sagt, was hältst denn von einem Glas guten Wein? Na ja, gut, natürlich nehme ich an, ich will ja nicht unhöflich sein. Er selber, er darf nichts trinken, weil er ist nicht richtig fit. Aber ich habe so toll gesungen, sagt er, trink ein Glas für mich mit. Ich versuche zu erklären, aber er versteht nicht recht. Ich sag ganz deutlich, es muss nicht sein. Aber er hört scheinbar schlecht. Er fragt mich dann, wer bist du denn, wo kommst du denn her? Ich sage, aus Tiefenbach, das beeindruckt ihn schwer. Damit ich mehr erzähle, steht auch gleich ein Schnapserl da. Ja gut, dann saufen wir's aus, Prostatier und Prostata. Wir hängen an der Theke, Arm in Arm. Merci, sag ich, du bist mein Freund. Mein Bier ist schon wieder halb ausgetrunken. Ja, und mein Kopf schon fast auf die Theke gesunken. Jetzt fällt mein Blick ganz zufällig zur Tür und ich stelle fest, Mensch, ganz wunderlich ist's hier. Ja, und nicht ein jeder wird verstehen, was ich zu dieser späten Stunde habe gesehen. Liegt's am Bier? Liegt's am Schnaps? Oder liegt's gar am Wein? Bei jeder Tür kommt mein Spätzl Rudi herein. Ja, und beide Rudi haben einen starren Blick und sie wippen mit den Weißbiergläsern vor und zurück. Ich schüttel meinen Kopf. Jetzt ist der Rudi wieder allein. Mensch, hat der einen Rausch, so besoffen möchte ich gar nicht sein. Sein Auge ist gerötet, vielleicht hat er geweint. Er sagt, hey, was machen wir? Er spricht Russisch, wie mir scheint. Ich frage ihn dann, sag einmal, wo kommst denn du das her? Er sagt, ich weiß selber nicht mehr. Ja, und ich kapiere bis heute nicht, wie sowas geht, dass man um diese späte Stunde so einwandfrei Russisch versteht. Kurze Zeit später, denke ich, für heute ist es genug. Zu wissen, wann man aufhören muss, gilt allgemein als klug. Aber leider sind die Tische und die Bänke verschoben. Jetzt ist mir die Grundlage des Geradengehens leider entzogen. Ich höre noch den Huber-Sepp schreien, ich kenne seine Stimme genau. Flori, sauf dein Schnaps aus, du feige Sau. Du kannst mich mal, denke ich, knapp. Schließlich weiß ich selbst am besten, wann genug ich hab. Ich rompe zu meinem Auto. Mensch, ist dir das ein Graus? Nachdem ich nicht mehr gehen kann, fahre ich nach Hause. Daheim falle ich irgendwie ins Bett hinein. Ja, und mitten unterm Karussell fahren, schlaf ich dann ein. Am nächsten Morgen wache ich auf. Mein Gott, was soll ich groß sagen? Ich glaub, mich haben's mit dem Hammer dreimal niedergeschlagen. Ich möchte jetzt die Sache mit Details nicht übertreiben. Der Geschmack in meinem Mund, der lässt sich sowieso nicht beschreiben. Ich versuche, meinen Körper in die Höhe zu bringen. Keine Chance, es will mir nicht gelingen. Na gut, dann bleib ich liegen
und ich schwör, in dieser Kneipen sing ich wirklich niemals mehr. Jawohl, Dankeschön.